Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Der Nico hat vor ein paar Tagen in der TBC Beta mit seinem Jäger Level 70 erreicht. In diesem Zuge habe ich ihm 15 Fragen rund um seine Reise gestellt. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst uns doch super gerne direkt einen Daumen sowie ein Abo da. In diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Wie war das Gefühl, das erste Mal durch das dunkle Portal zu gehen? Das erste Mal durchs dunkle Portal ist natürlich immer geil, muss man gestehen. Also klar, man kennt das von früher natürlich oder jetzt auch durch Retail. Man kann ja prinzipiell alles genauso leveln, deutlich schneller natürlich, wie es damals war. Aber es hat was. Du wirst überwältigt, du nimmst die Quest an, gehst durch, Höllenfeuer, Halbinsel, überall Dämonen, riesige Dämonen am Anfang. Ist brutal. Es hat so richtig diesen Nostalgie-Flash kam da an. Also es ist Wahnsinn. Du spielst einen Hunter. Wie bist du geskillt? Ich bin aktuell Beastmaster geskillt. Wir haben angefangen mit einer eher Survival-Skillung, aber eher nur zum Testen. Das heißt, ich bin jetzt nicht unbedingt dazu gekommen, irgendwie großartig rumzuskillen. Questen oder Instanzen? Wie hast du gelevelt? So eine Mischung aus beidem. Also wir haben angefangen mit den ersten Quests, dann sind wir weiter Bollwerk und Blutkessel natürlich. Da muss man aber natürlich auch immer die Gruppen finden, aber ja. Ich habe die Höllenfeuerhalbinsel zu 90% gequestet, Zangamarschen, Nagrand und den Netherstorm zu um die 50%, sage ich mal. Und der Rest davon war einfach Instanzenrushen, ja. Was ist bzw. war dein Lieblingsgebiet? Definitiv Nagrand. Also es hat sich auch in all den Jahren Retail nicht geändert. Nagrand ist und bleibt für mich einfach das schönste Gebiet in ganz WoW. Sämtliche Add-ons durch. Ich habe für mich persönlich einfach kein schöneres Gebiet gefunden. Die Quests sind stimmig, es passt irgendwie einfach alles zusammen. Von daher, Umgebung brauchen wir ja gar nicht reden. Es ist Nagrand bei Nacht, das ist mit das Schönste, was es in diesem Spiel je gegeben hat. Du bist mittlerweile Level 70 mit deinem Hunter. Wie lange hast du gebraucht? Gemessen an meiner Classic Plate Time und der aktuellen Plate Time auf dem Hunter waren es 2 Tage und 17 Stunden. Vielleicht kann man da aber auch die ein oder andere Stunde noch abziehen. Also ungefähr 2,5 Tage, wobei man halt auch dazu sagen muss, dass ich jetzt nicht irgendwie durchgerusht bin, sondern ich habe mir schon meine Zeit genommen. Ich will gar nicht wissen, wie schnell es dann rekordtechnisch wird, aber ja, 2,5 Tage kann man ungefähr mit einplanen, wenn man sich ja nicht unbedingt Zeit lässt, aber einfach auch gemütlich, aber auch ein bisschen effizient levelt natürlich. Der Jäger ist zwar nur dein Twink, du hast aber trotzdem dein halbes T3-Set voll. Gab es viele Items, welche du schon getauscht hast? Also selbst mit halbem T3-Set, was jetzt nicht unbedingt die Kunst ist, wenn man viel spielen kann, habe ich tatsächlich relativ wenig Items bereits ausgetauscht. Also sind dann größtenteils die in Richtung T2, BWL, AQ-Geschichten, die ich eben ersetzt durch neue und bessere Items, sowohl aus Instanzen als auch vom Questen her. Da gibt es ja auch schon einiges an sehr gutem Zeug. Aber ich glaube, wenn man Full T3 ist, dann wird man vermutlich, wenn überhaupt, erst zu Karazhan seine Sets austauschen. Das Problem an der Geschichte fand ich jetzt eher den Set-Bonus oder die Set-Boni anstatt die einzelnen Items. Es gibt einiges an Items, die im Grunde genommen etwas stärker sind während dem Leveln als auch das T3-Set an sich. Aber durch die Bonusgeschichte, was da zusammenkommt, also Set-Bonus, ist es dann doch einfach um einiges stärker als ein einzelnes Teil auf jeden Fall. Aktuell, glaube ich, habe ich 4 Items bereits ausgetauscht. Hast du die Karazhan Prequest schon fertig und falls ja, war sie schwer? Karazhan Prequest ist noch nicht ganz fertig, schwer ist sie nicht wirklich. Kommt halt natürlich immer auf den Ausrüstungsstand an, aber ich sag mal, wenn man selbst mit T2 oder sowas in die Richtung nach TBC geht, sollte das absolut kein Problem sein. Aktuell auf der Beta ist natürlich eher die Geschichte, die Leute zu finden, aber ja, schwer ist es nicht. Wie kamst du an den Beta-Key? Vitamin B. Nee, also ohne Connections und klar, definitiv ohne den Channel hier hätten wir uns auch, ja, hätten wir auch länger gewartet, wenn überhaupt. Du hast gesagt, du warst schon in ein paar Instanzen. Welche Klasse war dein Lieblingstank? Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das kann man allzu sehr noch nicht beantworten. Für mich, klar, mein Lieblingstank, Palatank, werde ich ja dann auch spielen. Aber jetzt aus DD-Sicht, die Krieger, die aktuell dabei waren, gehen Full Biscuit da rein, also der Großteil mindestens TF. Aber ja, auch der Paladin hat da definitiv seine Vorteile und das wird mit Sicherheit auch ein sehr häufig gespielter Tank, gehe ich stark davon aus. Aber ja, auch mit dem Druiden, auch mit dem Bär ist absolut kein Problem gewesen. Es lässt sich schwer pauschalisieren.
Du hast natürlich, wie erwähnt, den Unterschied zwischen Druiden und Kriegern und einem Paladin, weil Horden-Paladin gab es ja nur die hochgeboosteten Dinger. Das heißt, da ist nicht viel Gear am Start und der Rest war relativ egal, mit wem du da rein bist. Die sind alle ordentlich durchgefahren. Und dein Lieblings-Heiler in Dungeons? Muss ich tatsächlich gestehen, habe ich nicht allzu viel drauf geachtet. Lag auch hier natürlich daran, dass der Großteil der Heiler, die dabei waren, T3 oder Nux-equipped waren. Aber auch die Paladine, die mit einem Template da reingegangen sind. Es ist alles halber gewesen. Von daher war es eigentlich relativ egal, wer geheilt hat. Da man vor allem für die heroischen Instanzen einen respektvollen Ruf bei den jeweiligen Fraktionen benötigt, wie ist dein Stand? Bist du zumindest überall wohlwollend durch das Leveln und die Dungeons geworden? Durch die Mischung von Questen und Dungeon bin ich überall wohlwollend, würde aber dann auch hier das Dungeon-Leveln erstmal bevorzugen, da du sonst echt Probleme hinten raus mit dem Ruf bekommen könntest. Das heißt dann grinden, 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 grinden. Wenn du jetzt nur Dungeon levelst und im Nachhinein die Quest machst, solltest du absolut kein Problem haben, mindestens respektvoll zu werden. Was hast du noch in der Beta vor? Ich werde schauen, dass ich auf jeden Fall noch den Paladin auf 70 bringe, eventuell hier sogar ein bisschen Raid-ready. Kommt aber natürlich auch aufs Datum des Pre-Patches drauf an. Wenn der demnächst kommen sollte, dann hat sich natürlich das auch erledigt, weil dann muss ich den Paladin natürlich auf live erstmal hochspielen. Und dann schaue ich, ob ich eventuell das ein oder andere aus der Community noch beantworten kann, was bei mir eingegangen ist. Ja, testen, testen, testen. Warum hast du bis Level 70 gespielt? Ist nicht sowieso alles für die Katz? Ja, warum eigentlich? Ist eine sehr gute Frage. Eigentlich ist es umsonst. Aber ja, wir testen ja die Beta, einfach mal ein paar ACs gehen, die Raids dann auch die Woche vorbereiten, beziehungsweise, was heißt vorbereiten, die Raids mal testen auch. Und ja, Videomaterial für unsere Videos, das ist eigentlich so das Wichtigste. Aber ja, eigentlich für die Katz. Wo kann man deine Beta-Reise verfolgen? Wenn ihr Bock auf ein bisschen Beta habt, dann schaut doch gerne bei uns auf Twitch vorbei, Mann im Rucksack TV. Dort bin ich ein paar Mal die Woche online, aktuell leider etwas unregelmäßig. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall das Aktuellste zu sehen, was wir auf der Beta machen. Wie gerade erwähnt, nehme ich auch gern Anfragen von euch entgegen und schaue, dass ich so gut wie alles testen kann, was ihr möchtet. Also ja, wenn ihr Bock habt, schaut gern vorbei, würde uns freuen. Vielen Dank euch. Hast du viele Bugs gefunden? Also am Anfang gab es definitiv noch den ein oder anderen Bug. Ob ich ihn als Bug bezeichnen würde, weiß ich selber nicht, sondern eher Fehler im Overlay oder, ja, wie soll man sagen, im Design. Also einen großen Bug höchstens, also so einen richtigen Bug, wäre der Spielabsturz einmal in der Dampfkammer beim zweiten Boss, beziehungsweise zweimal, aus welchen Gründen auch immer. Das würde ich jetzt mal als Bug bezeichnen. Alles andere, es gab nie wirklich was mich von der Quest oder von einem Dungeon oder sonst irgendwas abgehalten hat. Wobei einmal gab es vielleicht ganz am Anfang noch einen Fehler, wo du das bei der allerersten Quest das Blut nicht hast aufheben können. Aber ja, es sind eher noch Designfehler als irgendwelche wirklichen Spielmechanikfehler.